So. Es ist der Samstag vor dem Fest des Katers Silvester und für die Miezekatze. Fange ich an, Neujahrschoräle zu üben. Das ist auch gelogen, es ist genau einer. Und das Problem ist, das ist ein Buch von den Experten für Weihnachtslieder. Und da ist eine Pedalstimme bei, die kann ich aber auch mit der Hand spielen. Wenn ich versuche, da die dritte Stimme zu spielen oder die Tenorstimme, dann wird das schwierig. Wenn man das vierstimmig spielen will, so wie das hier in dem Buch steht, braucht man wahrscheinlich wirklich Pedale. Alles andere ist ein bisschen... Es geht auch, weil die Tenorstimme relativ nah am Sopran dran ist oder die dritte Stimme nah an der ersten. Da muss man mit der rechten Hand dreistimmig greifen. Traue ich mir aber auch noch nicht zu. Deshalb übe ich es erstmal so. So, das Stück ist relativ bekannt. Fegefeuers, allein schon deshalb sollte man das A dann nach oben legen. So. Ich bin da nämlich nicht mit dem Verein einverstanden, was mir die katholischen oder die Experten für Weihnachtslieder an der Stelle vermitteln wollen. So, dreht ihr unseren Stern dort stehen, helles Licht in dunkler Nacht. Glow, 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 glow
der zweite Teil dieses da, 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 da. Und jetzt muss man hier schon eigentlich den anderen Finger benutzen. Da, 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 da. Und jetzt hier mit dem Ringfinger da, 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 da. Und jetzt wieder mit dem Ringfinger da, 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 da. Gloria. Und jetzt einfach umgreifen in Excelsis D. Und das wäre für den lieben Gott ganz oben. Ich mach's mal vor. Und jetzt mit, lieber Gott. Man sieht förmlich den Engel auf der Wolke sitzen. Das wäre nur Dur 9 Klang, wäre das. Und dann schreibt man da oben einen 9 hin. Wenn man jetzt, ich will das einfach mal ausprobieren, ich weiß nämlich nicht mehr, wie das klingt. Wenn man jetzt die kleinen Töne spielt, landet man im Fegefeuer und so landet man im Himmel. Soll man alles nicht spielen in der Kirche? Ich finde es aber gut, wenn Kantor sowas spielt. Je nachdem, wie der Pfarrer gepredigt hat am Neujahr. So. So, und jetzt kommt dazu die schöne Pedalstimme, die wirklich nicht ganz so schwierig ist. Vor der Wiederholung aufgelöst werden. Da ist auch die Durterz dann oben. Bei Nacht passt auch zur katholischen Kirche. Das passiert da alles heimlich. So.